Hi und herzlich willkommen zurück bei Tormented Souls. Und ich weiß jetzt, wo es weitergeht. Bevor wir aber dahin kommen, müssen wir erstmal woanders hin. Denn ich habe ungefähr eine Stunde damit verbracht, nochmal wirklich alles abzusuchen. Ich habe das natürlich nicht gespeichert, weil ich wollte es euch zeigen. Das Problem ist, es könnte sein, dass wir ein, zwei Dokumente übersehen haben. War hier nicht sogar noch eins? Nee, das war nicht hier gewesen. Ich weiß, in irgendeinem Gang oder so hatte ich auf jeden Fall eins übersehen. Ich muss erst mal gucken, ob ich jetzt gleich das Richtige finde. Denn ich habe da noch einiges an Heilung unterliegen lassen. Was ich komplett übersehen habe. Okay, hier war nichts gewesen. Ich muss erstmal den richtigen Weg finden zu dem, wo ich eigentlich hin wollte. Denn wir hatten einen Gang gehabt, den, wo ich ein bisschen Schiss hatte, reinzulatschen. Wird hier aber hoffentlich jetzt nicht anders sein. Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu doof an. Mal funktioniert es, mal nicht. Was ich mitgekriegt habe, ist, das funktioniert. Wünscht mir Glück. Nein, doch nicht da reinlaufen. Oh. Weg, 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 weg. Okay, das ist doof, weil, ne? Aber ich möchte fast behaupten. Ja, das Ding ist, ich bin schon wieder fast am Arsch. Es hat aber einen Grund, warum ich hier reingelatscht bin. Natürlich ist das doof, wenn das jetzt wieder so ist. Im Endeffekt nicht wirklich viel gebracht. Okay, ich bin wieder bei Vorsicht, also ich habe zwei vergeudet. Ist halt ein bisschen ungeil, aber bevor man es halt 5000 Mal macht. Das hatte ich nämlich schon mal gehabt, dass der erst beim dritten Mal ist. Das ist aber, glaube ich, normal. So, warte mal, wenn ich es mich nicht recht... Ja, wollte gerade sagen. Das habe ich nämlich, glaube ich, liegen lassen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Kann auch sein, dass wir das gemacht hatten. Weil, wie gesagt, ich bin hier eine Stunde rumgelaufen. Ich hatte wirklich bloß eine Ding. Okay, dann hat das nicht wirklich viel gebracht, aber er ist erstmal weg, ne? Dementsprechend kann ich ja eigentlich, weil es ist halt auf Vorsicht, es ist doof, dass ich jetzt wieder nichts habe. Wenn ich es total verkacke, dann mache ich es, denke ich mal, in Ruhe. Wow. Hier war nämlich das Dokument gewesen oder die Zeitungsartikel, den wir, glaube ich, nicht hatten. Ansonsten würde er, glaube ich, nicht mehr da liegen. So, danke, dass Sie uns die Gelegenheit für ein Interview geben. Direktor Bertram Wildeberger. Wir sind uns wohl bewusst darüber, dass dies eine besondere schwere Zeit für Sie und die Menschen von Winter Lake ist. Haben Sie irgendwelche Informationen zum Ursprung des Feuers? Die Experten arbeiten fieberhaft daran, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Leider ist die Ursache immer noch nicht gefunden. Was wird nun geschehen, nachdem das Hospital komplett verloren ist. Als Direktor des Hospitals und jemand, der für alles dankbar ist, was das Leben ihnen beschert hat, arbeite ich gerade daran, meine Villa auf die Bedürfnisse des Hospitals auszurichten. Dies soll natürlich nur vorübergehend geschehen, mindestens so lange, bis wir es schaffen, ein neues Krankenhausgebäude zu errichten. Ich habe bereits mit Spendern gesprochen, die Ausstattung und Möbel zur Verfügung stellen werden. Wie großzügig von Ihnen, Direktor. Ich bin nur ein Diener Gottes. Oh, ist der Priester hier, der ehemalige Direktor? Ich bin hier, um sein Werk zu tun. Lull. Also das habe ich mir noch nicht durchgelesen. Ich habe es einfach mal bloß so mitgenommen gehabt und dachte mir so, jo, lull. Das war jetzt aber eigentlich gar nicht unbedingt das, was ich, wo ich hin wollte. Denn mir ist halt eine Sache in diesem speziellen Gang aufgefallen, wo ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das alles nicht funktioniert. Hat aber auch seinen Grund. Bisschen mit Logiklücke, aber naja. Ich muss mich auf jeden Fall nochmal gut umgucken, zwecks hier. Wir werden es gleich. Ihr werdet es gleich sehen. Ich möchte sagen, unten hatten wir auch noch irgendwas. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher. Da ich jetzt aber so viel rumgelatscht bin und jetzt auch Gott sei Dank die Karte lesen kann, beziehungsweise mich da besser, wesentlich besser zurechtfinde. Doch, das war hier. weiß ich wenigstens gleich, wo es lang geht.
Was dann naja, speziellen Sachen passiert, weiß ich halt auch schon, beziehungsweise eine Sache. Ich werde euch dann sagen, ab wo ich dann nicht mehr weitergemacht habe. Ich wollte halt bloß gucken, ob es funktioniert. Hier ist eine schöne Sache, hier wollte ich ja nicht weitergelaufen. Und man kann ja die Kerzen hier anmachen. Mach an hier. Warte. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Hier muss ich auf jeden Fall vorsichtig bei dem sein. Da bin ich schon mal gestorben aus Blödheit. Wo bist denn du jetzt, Mann? Er wird auf jeden Fall schneller, wenn er uns sieht. Aber ich will halt nicht. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Wo bist denn du, Pleppo? Okay, jetzt hat er uns gesehen. Ja. Normalerweise kannst du sagen... Wah! Ja, das auch. Drei Schüsse und einmal zurückweichen. Dann erwischt er ein Schwein gehabt. Einen eigentlich nicht. So, kommt er jetzt hier rum oder kommt er von der anderen Seite? Ne, er kommt hier rum. Nein, nicht nachladen, du blöde... Oh. Ich wusste es. Es braucht ja nicht mehr viel, ne? Wahrscheinlich bloß ein Schuss. Ach, wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Weil hier war, ich wollte gerade sagen, hier war noch ein zweiter, den wir mich anzünden konnten. Und hier geht das Spielchen. Ich habe eh neu aufgeladen. Geht's gleich weiter. So. Nein. Schon wieder richtig geil. Mal jetzt mach ihn tot. Ja, natürlich ist es jetzt wieder auf Gefahr. Das ist zum Kotzen. Ach ja, die Dunkelheit. Ja, die Dunkelheit. Aber damit ich es euch zumindest mal zeigen kann. Gut, das Buch hatten wir auch nicht. Habe ich auch noch nicht gelesen. 1 von 8, ui, das wird ein bisschen länger gehen. So, 15. November 1980. Eines Nachts kam Großvater Noah in unsere Zimmer und wurde von zwei Fremden begleitet, die Lederanzüge trugen, die sie vollkommen einhüllten. Sie legten ihre stinkenden Lederhände auf unsere Gesichter und erstickten unsere Schreie. Wir konnten kaum atmen. Das ist irgendwie nach den Zwillingen, oder? Sie brachten uns an irgendeinen unterirdischen Ort und schnallten uns auf seltsame kreuzförmige Metallplatten. Unsere Hände und Füße wurden mit Metallbändern gefesselt. Eine Gruppe Leute in Anzügen umringte uns. Alle waren sie in dasselbe Material gehüllt und alle hielten riesige Hämmer. In der Mitte des Raums stand Großvater und beobachtete alles. Er trug keinen Anzug, aber allein sein Blick versetzte mich in Angst und Schrecken. Er kam näher und lachte. Meine lieben Enkelinnen, sagte er, die Zeit ist gekommen, endlich euer Schicksal zu erfüllen. Das wird das mit den Zwillingsopfern sein, ne? Emma konnte nicht aufhören zu weinen. Sie flehte ihn an, uns gehen zu lassen, aber er ging hinüber zur Tür und befahl den Männern, uns für das Ritual bereit zu machen. Alle verließen den Raum bis auf einen Mann im Anzug. Er ging gebückt und langsamer als die anderen. Er roch auch schlimmer, ein Geruch von Abwasser. Er kam mit einem Tablett zu uns, darauf kleine Gefäße aus Metall. Sie waren mit Flüssigkeiten und aromatischen Ölen gefüllt. Er fing an, meine Bluse aufzuknöpfen, als Mutter plötzlich in den Raum kam und ihn mit einer Metallstange schlug. Er fiel zu Boden. Sie eilte zu uns, um uns zu befreien, aber der Mann rappelte sich auf und hob hinter Mutters Rücken ein Messer. Ich wollte ihr etwas zuschreien, aber ich konnte mich kaum bewegen. Genau in diesem Moment streckte ihn ein Schuss nieder. Ein anderer Mann, ebenfalls in einem Anzug, hatte ihn vom Eingang aus erschossen. Er kam mit erhobenen Armen zu uns und nahm den Teil des Anzugs ab. Ja, der seinen Kopf bedeckt hat. Entschuldigung. Es war unser Großvater, Bertram. Beunruhigt fragte er Mutter, was sie hier unten ohne einen Anzug machte. Sie sagte, sie wäre gekommen, um uns zu retten. Großvater sagte ihr, sie sollte uns zur Oberfläche und dann zum Hafen bringen, wo jemand mit einem kleinen Fischerboot auf uns warten würde. Okay, das ist dasselbe? Das ist dasselbe. Okay, gut. Ich dachte, da wären noch mehr. Ja, hat sich mal voll gelohnt, hier nochmal ein Scheißhaus reinzugehen. Also, ja, wegen dem Text, ja. Aber wegen dem Kackviech halt nicht. Das hat vorhin... Ach, wenn du halt nicht voll bei der Sache bist, ne? Hat sich halt voll gar nicht gelohnt.
genau. Ich wollte auf der anderen Seite erstmal noch was zeigen. Hatte ich jetzt eigentlich noch? Hatte ich nicht, ne? Nee, hatte ich nicht. Schade. Und zwar auf der Seite. Ich hatte mich doch gewundert gehabt, vor 3 Folgen oder so. Wir hatten doch irgendeinen gehabt, wo ich da nicht was machen konnte. Hier ist erstmal zu, das kann ich schon mal sagen. Und zwar ist das, glaube ich, Imcheck, den wir gesehen hatten. Ich bin ja auch rumgelaufen und dann war ja er da gewesen. Das Problem ist bloß, ich finde hier rein gar nichts. Also ich weiß nicht, ob wir hier Licht nochmal anmachen können. Das geht zum Beispiel auch nicht. Ich finde hier rein gar nichts, wo ich Licht machen könnte, um ihm abzuballern. Und vorbeischleichen im Dunkeln geht auch nicht. Und dann später wieder das Licht anmachen, habe ich auch schon versucht. Was aber ganz wichtig ist, warum ich hier eigentlich hingelatscht bin, ist er hier. Ein Rohr mit einem gebrauchten Griff. Riecht nach Schwefel. Und was noch wichtig ist, warte, ihr könnt euch denken, wofür das ist. Erstmal hier Tür aufmachen. Da kommen wir nämlich in die Haupthalle wieder rein. Hier ist eine Geschichte, beziehungsweise hier geht's weiter. Und ich dachte mir, okay, ein straffes Seil hält einen Riegel fest. Dachte ich, okay, können wir, ja, es ist Schwefel. Es ist eigentlich für Metall, steht da. Funktioniert nicht, dachte ich, naja, vielleicht das Feuerzeug anbrennen will sie anscheinend auch nicht. Das geht auch nicht. Was wir aber zuerst mal machen, wo man auch, ich hasse, dass das da Gefahr ist, aber ich, na. Tada, wir haben eine Scharotflinte. Kriegt man eigentlich auch eine Trophäe dafür, aber dadurch, dass ich das Spaß habe, mal ausprobiert habe, ob das wirklich funktioniert, habe ich die jetzt halt schon. So, und jetzt zu dem Teil, wo wir weiterkommen. Ich habe mir nämlich überlegt gehabt, okay, ich weiß halt nicht, ob ich das hatte oder ausprobiert hatte, wo wir, wo ich das noch aufgenommen habe oder in der Stunde halt, wo ich die ganze Zeit rumgelatscht bin. Ich habe auch, glaube ich, noch ein Dokument oder so, ein weiteres Dokument oder zwei gefunden. Ich habe, oh, warte, mir fällt was ein. Genau, das habe ich nämlich auch noch gefunden. Ich will halt einfach bloß, dass dieses ständige Gewummer weg ist. Und natürlich, ne, es ist doof. Also war ziemlich viel unnötiger Schaden, aber was willst du machen? Hat er, glaube ich, auch sogar noch mehr gefunden. Aber wo das jetzt alles genau war, kann ich leider, weiß ich leider nicht mehr. Denn ich habe auch relativ viel Zeit. Das war, glaube ich, da hinten gewesen. Ich habe auch relativ viel Zeit in dem Operationssaal verbracht, weil das eigentlich unser letzter Hinweis war, den wir gekriegt haben. Der Priester quatscht dann zwar nicht mehr davon, aber zumindest ist mir das im Hinterkopf geblieben. Und dachte so, okay, irgendwas musst du doch übersehen haben. Und genau, jetzt weiß ich, was ich eigentlich sagen wollte, von wegen, ob ich das in der Aufnahme gesagt hatte oder nicht. Denn wir hatten da, kann ich euch gleich mal zeigen, einen Schalter. Der mir ja eh schon verdächtig vorkam, weil es gab es ja da anscheinend nichts, was wir machen konnten. Und warum halt gibt es den Schalter hier, um das Licht auszumachen? Müssen wir auf jeden Fall ausmachen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es in der Aufnahme gesagt hatte oder nicht. Kann halt sein, dass es nicht war. Und zumindest habe ich mich da gewundert. Und ja, hier ist halt unser Kollege und so, ne? Das Lustige ist bloß, wer tut sowas? Das hatten wir schon. Ich habe dann hier ein bisschen geguckt, ob ich vielleicht noch irgendwas übersehen habe. Und guck mal, er macht Geräusche. Weißt du, was bloß das Lustige ist? Er macht erstmal nichts weiter. Ich dachte auch, okay, gut, jetzt wird es ja gleich losgehen. Und bin dann stehen geblieben, habe gewartet, war nichts. Mal gucken, ob es wieder funktioniert, wenn ich so rumgehe. Er hört auf. Also ich habe dann wirklich auch gewartet und dachte, okay, jetzt muss irgendwie was passieren. Ich kann ja mit ihm auch kein Objekt oder so. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen, okay, wenn ich so rumlaufe, dann macht er was. Also dann fängt er sich an zu bewegen. Wenn ich so rumlaufe, hört das wieder auf. Das ist sehr, sehr random. Also das ist, weiß nicht. Wir haben auch, glaube ich, nichts gefunden, was darauf irgendwie hinweist oder was man lesen kann. Naja. Mal auf jeden Fall 2 oder 3 Mal. Ich weiß nicht genau, wie oft um hier rumlatschen. Guck mal jetzt. Ja. Und der Kollege hat Bock.
Also wie gesagt, das, ja. Ne, das ist ein bisschen komisch. Was aber gut ist, dadurch, dass wir das jetzt nehmen können, geht die ganze Geschichte ein bisschen schneller. Ich habe das auch mit der Nagelpistole schon probiert. Und ich möchte sagen, ich habe hier einiges an Munition drüber ne, liegen lassen, weil ich hatte da mal irgendwas mit 40 außerhalb jetzt der Aufnahme. Das weiß ich noch, das habe ich genau geguckt. Weil ich mal gucken wollte, wie lange das braucht mit dem Ding. Kann man schaffen, braucht man aber extrem viel. Und das Schöne ist, wir haben jetzt rotes Licht und er ist an sich nicht so schwer. Weil er latscht halt die ganze Zeit nur drum rum. So, wir können ihn einmal wegbasteln, dann gleich kombinieren. Also, ich will das ehrlich gesagt nicht so machen, weil ich habe das Gefühl, sie brauchen ein bisschen lange dafür. Nicht, dass er dann aufsteht. Dann wird er böse oder wird vielleicht schneller. Ich glaube, mit der Nagelpistole ist er schneller geworden. So, schau mal, Junge. Ich lasse nochmal aufstehen. Nachher zählt das nämlich nicht. Das haben wir bei den anderen Viechern auch gehabt. Wenn er gleich nochmal daher schießt. Na, was denn nur? Okay, er ist immer noch nicht down. Ich weiß halt nicht, wie lange das mit der Schrotflinte braucht. Oder ob das vielleicht nach Zeit manchmal ist, weil beim Dings habe ich auch schon relativ lange gebraucht. Lol. Aha. Das meine ich, das mit Zeit. Das war letztes Mal nämlich genauso gewesen. Da haben wir ein Messerchen, ja. Gleich wieder Licht an. Oh, das habe ich vergessen. Und da... Ja gut, er liegt jetzt da. Ja, also wie gesagt, das rauszufinden ist ein bisschen sehr derbe random. Wir haben jetzt das Messer und mit dem können wir die Luke auch öffnen. Das habe ich schon probiert. Ob das geht? Ja, das geht. Ich meine, hier kann ich wieder das Licht anmachen. Ich dachte auch, okay, probierst es vorher mal aus, ob ich irgendwas gemacht habe, wo dann die Tür zugeschlossen wird, weil man hat ja gehört, dass die Tür anscheinend wieder aufgeschlossen wurde. Dem war nicht so. Das Ding ist, wir können jetzt speichern. Und das, glaube ich, werde ich auch auf einen neuen Spot machen. In der Hoffnung, dass wir dann bald wieder was finden, damit ich nicht nochmal alles machen muss. Auch wenn ich jetzt relativ viel Energie verbraucht habe, um falls... Wir kommen ja, glaube ich, in den Keller, wenn ich es nach der Map richtig gesehen habe. Naja, falls da unten irgendwas ist, könnte ich halt vielleicht gleich sterben. Deswegen, welchen nehme ich denn hier am geilsten? Machen wir den. Ich hoffe übrigens, dass das nicht... I don't know what just happened. There was a dead creature lying on an operating table. It had blades for hands. After circling the body three times, it rose and tried to kill me. I found an old scalpel. The priest told me it would have been used in the basement morgue. Aha, okay. I should find some leads about the girls there. Jo, wenn wir gucken. Stimmt, das habe ich ja vergessen, dass wenn irgendwas Großes passiert, sie da nochmal ihren Senf dazu gibt. Was so, genau, was ich noch zeigen wollte. Was ich noch übersehen habe, weil es ist halt hinten dunkel in der Ecke. Hier geht es ja noch ein Stückchen weiter. Hier gibt es nichts weiter, außer nichts Ungewöhnliches. Und it seems that someone has hidden a lot of bodies on the ground. Okay, dass hier wahrscheinlich viele Dings unten drunter liegen und Munition. Nur ist es so, da ich ja ganz gerne Energie sparen würde wollen. Ich habe die auch mal bei den anderen ausprobiert. Die ist sehr wirkungsvoll, die Shotgun. Und ich weiß jetzt nicht, ob der als Zwischenboss zählt. Eventuell. Ob ich dann nicht erstmal die nehme. Einfach, damit wir auch ein bisschen auf der sicheren Seite sind. Das Blöde ist natürlich, wenn es zu einem starken Kampf kommt, dann fehlt es mir halt, ne? Deswegen mache ich sowas halt eher ungern. Ich würde halt am liebsten alles ordentlich dabei haben. Aber ich sag mal so, wir sind ja schon, waren ja schon öfters mal an dem Punkt gewesen, weil ich dachte, okay, kacke, jetzt habe ich ja eh nichts mehr. Vielleicht ist das auch vom wie sagt man das, vom Pacing her? Keine Ahnung. Zumindest ist das Spiel so aufgebaut, dass man vielleicht damit rechnet, wie viel man ungefähr verbraucht, dass es halt wirklich so am Limit irgendwie ist, aber dass man trotzdem eigentlich ganz gut durchkommt, ne? So, dann bin ich mal gespannt, was unten ist. Also wie gesagt, dass das Oh, falsche Richtung. Dass es da runter geht, das weiß ich schon. Das habe ich extra ausprobiert. Ach, da hätte ich ja gar nicht den langen Weg gehen brauchen. Ich habe ja die Tür extra aufgemacht, ich Dussel.
Was uns aber da unten erwartet, keine Ahnung. Deswegen will ich mal gucken. Ich glaube, ich werde das mit der Shotgun mal so machen. Wir haben ja einiges an Munition gefunden. Ich hoffe einfach mal, wir haben davon halt nicht mehr viel. Denn, um ehrlich zu sein, wenn er halt eine Stunde rumlatscht, das ist bei den Spielen eigentlich okay. Ne, ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber mich nervt es ein bisschen, sage ich mal, weil ich will dann auch mal vorankommen. Und dann mache ich wahrscheinlich eher so eine Geschichte. Okay, ich höre schon wieder was. Ah. Jemand hat hier gelebt. Jemand hat hier gelebt. Okay, aber ich habe schon wieder was gehört. Okay, hier ist nichts von Nutzen.